vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich wollte Sie bitten, ob Sie uns ein bisschen was erzählen können über den Stand hier an der Art Cologne 2016. Okay, also die Galerie Perrotin ist zum ersten Mal auf der Art Cologne seit sehr langem. Sie war schon vor, ich glaube, 15 Jahren ungefähr einmal hier. Also jetzt ist es wieder das erste Mal seit langem. Die Galerie Perrotin ist eine französische Galerie, die aber Antennen in New York hat, in Hongkong und jetzt in 2 Wochen in Seoul in Südkorea eröffnet. Also eine neue Galerie. Und dieses Jahr wollten wir halt bei der Art Cologne dabei sein und wir stellen eigentlich ein bisschen alle Künstler, die wir haben, vor, also einen Teil der Künstler, die wir haben. Und unter anderem sind die Highlights zum Beispiel Murakami, einer unserer großen Künstler, mit dem Bild Enzo, was dort drüben ist. Oder Ero ist ein Künstler, mit dem wir seit 2 Monaten jetzt arbeiten, wo wir eine ganz große Ausstellung gerade in New York haben. Und wir fangen jetzt eine neue Kollaboration auch mit Heinz Mack an, also der deutsche Künstler aus der Gruppe Zero. Und haben eine ganz große Ausstellung, die wir jetzt vorbereiten, die in 1 Woche in Paris eröffnet. Also JR ist einer unserer jüngsten Künstler in der Galerie, Mitte 30, und ist ein französischer Künstler, der sehr viel sich mit Street Art befasst und der seit den Unruhen in Paris vor 10 Jahren plötzlich ganz sehr bekannt geworden ist, weil seine Fotos dann in den Medien waren und so weiter. Und dieses Bild ist es stammt von der Ausstellung, die im Frieder-Burda-Museum stattgefunden hat. Und da hat er eben so in situ, also in der Stadt selbst, Plakat, also so Fotos auf die Wände geklebt. Und dann macht er dann ein Foto und es bleibt dann halt als Kunstwerk. Und es ist ein Foto, was auf Aluminium und auf Holz gepresst ist und hat Plexiglas drüber. Es sind Editionen von 3. Also das ist eine Skulptur von John DeAndrea. Das ist ein amerikanischer, hyperrealistischer Künstler. Der formt die auf echten Modells ab und es wird dann in Bronze gegossen und dann mit der Hand bemalt mit Ölfarben. Es sind natürliche Haare und ja, es ist ein hyperrealistischer amerikanischer Künstler, so wie also Zeitgenosse von Georges Segal, von Duane Hanson, aber lebt noch. Und ja, man sieht wirklich die ganzen Details, so wie Muttermale, Venen, Narben. Und ja, so, es ist irgendwie so eine Hommage an die klassische Tradition von den nackten Frauen der Antike. Weil sie sagt, es ist Bronze. Wie schwer ist die? Ungefähr so wie eine echte Frau. Also ich glaube, so, ich würde schätzen 60, 70 Kilo. Super, danke.